Ich habe mir sagen lassen, dass Frauen auf italienische Zweisätzer stehen. Und ich würde sagen, es ist Zeit, das ganze Ding noch mal ein bisschen aufzumotzen. Also erstmal herzlich willkommen hier bei Onkel Kramer. Wir haben hier verschiedene Sachen, die wir in unsere Bitch-Karre hier einbauen werden. Was genau, seht ihr wie gesagt nach dem Intro. Hi, ich bin's, Onkel Kramer. Und die Karre ist angemeldet. Besonders cool ist das Kennzeichen. 0190 und 6x die 6. Das ist ein Piaggio Quaggio. Den wollen wir natürlich standesgemäß aufpimpen. Sieht aus wie so ein Straßenmeister-Reihauto, was zu lange zu heiß gewaschen worden ist. Ist ein Diesel mit sagenhaften 19 PS, 80 km/h, 85 km/h. Mit dem MK-Mann zusammen schafft das. Hier an der Seite soll auf jeden Fall noch ein schönes Logo drauf mit dem Niedersachsen-Wappen. Darunter der Text Straßenzuhälterei. Oben aufs Dach soll ein Rundumlicht. Eins, das ich von drinnen mit Fernbedienung steuern kann, was auch andere Farben als Orange kann. Mit dabei eine 1A Polizeisirene, damit wir uns natürlich ein bisschen Gehör verschaffen können. Was eigentlich nicht fehlen darf, hier sollen wahrscheinlich noch KG-Rohre ran, wo dann der Besen drin steckt. Und hier die Original-Sulo-Tonne, die darf natürlich im italienischen Zweisitzer nicht fehlen. So, ganz wichtig, was brauchen wir noch? Einen Spannungswandler, denn wir wollen natürlich auch noch eine Nebelmaschine anschließen und das Ding wird die geilste Bude ever, das beste OKF-Fahrzeug überhaupt. Wir werden jetzt schon mal die Hupe einbauen, beziehungsweise die Sirene und die nächsten Tage dann so nach und nach die anderen Sachen. Alles, was ich in den Videos benutze, verlinke ich euch natürlich wie immer unter dem Video in der Infobox drin. Und ich würde sagen, fangen wir erstmal an mit einer ganz anderen Sache. Und zwar erreichte mich eine sehr traurige Mail, dass der arme Helmut bei dieser Witterung mit T-Shirt rumsteht. Und deswegen habe ich mir überlegt, da musst du was tun, Paul, das kannst du nicht einfach so machen. So, jetzt kann sich keiner mal beschweren. Denn der Helmut makes Christmas great again. So, ich würde sagen, Step by Step wollen wir dieses Horn mal anbauen. Das gibt es, wie gesagt, mit Mikrofon. Und das gibt es auch ohne Mikrofon. Und da ist dann immer so eine Fernbedienung mit dabei, wo wir 4 Knöpfe haben. Und wir gucken mal, wir schließen mal schnell das Ganze an einem Akkuschrauber-Akku an, um zu gucken, wie das überhaupt klingt. Das ist laut. Mal gucken, dass wir das Ganze hier eingebaut kriegen. Das ist heute so ein Tag, da ist es den ganzen Tag nebelig und bedeckt. So, hier unten haben wir so ein Dingens. Da ist schon mal die Batterie. Ich hoffe, man kann das so sehen. Da kannst du auf den Fußboden gucken. Und dann wollen wir natürlich auch gleich mal gucken, wie das überhaupt ankommt. Und ich würde sagen, Uhrzeit passt noch, das könnten wir beim MK-Markt machen. Auf geht's. Dann habe ich aber die andere Kamera mit. Die Action Cam. Zwar qualitativ ein bisschen schlechter, aber es ist ein bisschen einfacher für die Handhabung. Amazon kam um die Ecke. 100%. Hier, guckt mal. Eine Sirene fürs Dach. Ja, das ist richtig cool. Denn passt mal auf, das Ding hier ist magnetisch. Das heißt, wir brauchen das nicht irgendwie irgendwo festschrauben. Ist mit extra starken Neodym-Magneten, also kann man auf jeden Fall 150, 180 mitfahren, das sitzt wirklich fest. Da geht gar nichts. Du misst das bestimmt die Batterie alle. Das Ding hört sich übrigens an wie so ein, ja, Rüttler. Oh, da ist der Gang noch drin. Nochmal. Ist der jetzt draußen oder nicht? So, dann legen wir jetzt was drücken. Das sieht jetzt eher aus wie die Popo-Polizei. Da geht gar nichts. Also das Rundumlicht, ich weiß nicht, ob es erst richtig aufgeladen werden muss oder ob es ein Flop ist. Stellen wir mal erstmal dran lassen, dann Strom und dann nochmal gleich mal gucken. Also so funktioniert es nicht. So, der MK-Mann, der hat auch eine neue Errungenschaft. Ja. Willst du das den Leuten mal zeigen? Die vermieteste Audi-Hütte, habe ich gehört. Ja, genau. Wir bieten eine Eisangelhütte, eine Original. Genau, eine Original-Eisangelhütte im nächsten gefrorenen Winter auf dem Elisabeth-Fehn-Kanal. Die Leute werden es lieben. Ja, schön mit Eis, mit Bohrer erstmal aufgebohrt und dann können wir da schön mindestens mit 2 Mann drin sitzen. Ja, dann, zeig doch mal. Und das ist wirklich nur für Eisangeln? Man kann das auch für andere Zwecke mieten, also so ist das jetzt nicht.
Okay. Aber wie praktisch, gleich mit Sitz, ne? Ja, da ist unten drunter gleich das Bierlager und sowas. Ach, also Bierlager da kann, auch, ja? Genau, Eiswürfel rein, da kann man auch die Fische drin gleich eben... Sehr praktisch. Ne? Also ein kleines Handwaschbecken oder so, oder als Bierhalter. Ist sogar eine Paar... Ein Paar... Wie nennt man das? Ein Unisex-Hüttchen für den Kanal. Ja. Ja. Sehr interessant. Mit freundlicher Unterstützung von Staude WC Meet Service. Deswegen wird die Toilette jetzt noch einiges günstiger. Aber nur für uns. So, das war mal ganz. Du jetzt nicht recht sein. Mit dem Meet Service? Ja. Yeah. Mit ist Staude? Ja, Werbung, ne? So lustig. Ja, außer das ist wirklich günstiger. Ja. So, ich verabschiede mich. Ich werde jetzt mit meinem geilen italienischen Zweisitzer nach Hause fahren. Heute war nicht so viel. Ich hatte ein bisschen anderweitig noch was zu tun. Und deswegen heute mal ein bisschen kürzer. Bleibt sauber. Haut rein. Tschüss.